um auch etwas zu bewegen mit dem Text, um möglichst viel zu aussagen, die Leute fesseln mit Text. Und so hat sich das dann über all die Jahre weiterentwickelt. Einerseits machen wir den Combo Lima Survivor, sehr eigenen Sound. Und jetzt, früher bin ich ja Kritiker Z, jetzt bin ich Z. Und da ist auch sehr wichtig, wirklich, dass man mit Text wirklich die Leute fesseln und auch etwas Neues bieten im Schweizer Hip-Hop. Du hast jetzt hier von verschiedenen Projekten geredet. Das Album, das unter Z am 5. August rauskommt, ist damit also ein Solowerk. Genau, das ist jetzt eigentlich mein Soloalbum, das zweite inzwischen, wo ein bisschen andere Schiene fährt, wie wir eigentlich dort als Combo gemacht haben. Also ich habe sehr viel Wert gelegt auf das sehr musikalische herkommt, also jedes Lied mit Live-Instrument, Gesang auch untermalen ist. Das Gleiche, dass es inhaltlich stimmt, dass jedes Lied so eigentlich etwas bieten hat für sich. Das heisst, eine Geschichte erzählen, das heisst, mal auf spezielle Themen eingehen, wie zum Beispiel «Sag niemals nie», was ein Titel ist vom «Zurück ans Licht»-Album. Und wirklich ein Themen wählen, wo die Leute fesseln, wo man denkt, es lohnt sich auch zum Zuhören, oder? Und das ist oft halt im Schweizer Hip-Hop, ist man sich das nicht so gewohnt, sage ich jetzt einmal. Ich versuche da ein bisschen eine eigene Schiene zu fahren dort. Mhm. Wir hören jetzt dazu und wie zeigt mir, dass du bist. Was hast du dir hier für Gedanken gemacht? Ja, also «Zeig mir, dass du bist», das ist ein Love-Song eigentlich, wo die perfekte Frau, sag ich jetzt mal, beschreibt und quasi sagt, zeig mir, dass du das bist, was ich beschreibe quasi im Lied. Das ist auch ein Wortspiel nicht zuletzt und denkt mal, ein Love-Song ein bisschen anders klingt als Schweizerdeutsch. Okay, sind wir gespannt. Und in dem Fall wird jetzt da eine wunderbare Frau besungen, beschrieben. Hört rein, das ist Z mit «Zeig mir, dass du bist». Du bist der Grund, wenn ich sag, ja, es geht mir sehr gut an den Grund zum Lachen, wenn's am meisten wehtut. Du bist einzigartig, ich hab nichts zum Vergleich. Es ist deine Art elegant und natürlich zugleich. Du bist zu einer Quelle an den düsteren Tagen. Du machst mich scharf jede Stunde, etwas flüstern langen. Hab mich gefragt, wie wirklich, wie man kannst den Kopf so verdrehen. Dabei vergiss ich alles andere und es ist doch so befreiend. Die Strahlen lässt mich glauben, es gibt keine andere Frauen. Du kannst dir wünschen, was dir gibt und glauben, dass es erbauen. Eines Tages sollte ich sagen, schau, das ist Vertrauen. Zu mich verzaubern, lang den Blick in deine magischen Augen. Im Winter gibst mir das Gefühl, es werde ich gleich wieder Frühling. Wir können so viel gehen, allein schon durch eine simple Berührung. Du bist immer etwas Neues, obwohl das Gefühl so vertraut ist. Ich hol dir die Sterne vom Himmel, doch zeig mir, dass du die Frau bist. Show me who you are. Show me who you are. You don't have to be a star. You don't need no fancy car. You just got to be yourself. And you don't need no one else. You were born a queen. So show me who you are. Baby, zeig mir, dass du's bist, damit's deins oder rustig. Zeig mir nur, dass was du bist, wofür du dich ausgibst. Auch wenn's dich kritisieren, bitte zeig dir, wie bist. Schnell mal lachen, dass ich verbeuge, wir wissen beide, wie's ist. Siehst mal hinter meine Maske, wirst kein Heiliger finden. Befürchten auch von meinen Macken, wird keine verschwinden. Denn es langt, wenn man gegensätzlich Meinungen bildet. Und Blick in die Augen und wir spüren Kraft, die beide verbinden. Ganz egal, wie sehr was runterzieht. Stehen wir zusammen wieder auf, nehmen die Schnuff. Glaub, ich brauch dich, wie's Tageslicht. Auch wenn wir's Limit mit dem Stress übersteigen, denkt schon ein Wort von dir, Gedanken an die besseren Zeiten. Nur einmal mach ich's richtig, indem ich einfach vertraue, dass alles gut kommt und bauen auf dem gemeinsamen Traum. Und das Gefühl kann nicht sagen, dass es gut überlegt ist. Lass das Lied und du weißt, dass du damit gemeint bist. Show me who you are. Show me who you are. You don't have to be a star. You don't need no fancy car. You just got to be yourself. And you don't need no one else. You were born a queen. So show me who you are. Show me who you are. You don't have to be a star. You don't need no fancy car. You just got to be yourself. And you don't need no one else. You were born a queen. So show me who you are. You don't need no fancy car. You just got to be yourself.
one, you don't need no one else. You were born a queen, so show me who you are. Show me who you are. Show me who you are. You don't have to be a star. You don't need no fancy car. You just got to be yourself, and you don't need no one else. You were born a queen, so show me who you are. Der Herausforderer-Song bei uns zeigt mir, dass du bist vom Z. Stargovia. Und Z, du hast vorher gesagt, du machst wieder ein Album. Am 5. August kommt es raus. Jetzt haben wir ja von dir ein Lied gehört. Wie ist das so? Repräsentiert das eigentlich den Stil, den du auf dem Album ist? Oh. Also das ist, ich habe lange sehr viel Verschiedenes gemacht. Wir haben da in Kombo immer mal ein bisschen böse Musik gemacht. Aber ich denke, jetzt habe ich mich wirklich mit dem Album gefunden. Auch das, wie ich es gesehen genau, was eigentlich mich repräsentiert als Solo-Artist. Ich denke, ich habe jetzt endlich mit dem Album finally das gefunden, was ich eigentlich den Leuten zeige und zeige, das bin ich, das ist meine Musik. Meine obligate Schlussfrage, wieso soll Zergovia Land jetzt dich unterstützen? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Sie sollen meine Musik hören und mir geht es darum, dass man etwas hört, dass man es wirklich so mitfühlen irgendwie, dass man denkt, das sind nicht leere Worte, sondern da ist etwas hinter der Musik. In dem Fall jetzt ist es positive Energie, gute Vergleich. Ich denke, wenn die Leute, es lange schon, wenn man es hört, und ist das, denke ich mal, Motivation und Grund genug, um mich zu wählen. Okay. Also, damit könnt ihr jetzt eben wählen, ob Song A oder Song B euer Favorit ist, damit ihr wirklich das Richtige am richtigen Ort hergeht. Song A, das ist immer der Herausforderer, den wir euch jetzt gerade vorgestellt haben. Also, Z. Show me who you are. Show me who you are. Schreibt den Song an, euer SMS an 959. Dann bekommt ihr die Z, eure Stimme. Wenn ihr aber findet, ja, Song B hat mir besser gefallen. Nämlich. Dieser hier, Song der Fly, der ist irgendwie bei euch besser angekommen. Dann schreibt Song B, euer SMS und schickt das auch an 959. Ein SMS kostet 40 Rappen. Und ihr habt Zeit, eine ganze halbe Stunde, und dann wird aufgelöst, wer am meisten Stimmen hat bekommen. Stargovia, dein Song im Radio.